Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wie im Vor-Unboxing, was ich ein bisschen verplant habe, angekündigt, nehmen wir uns jetzt erstmal vom PowerAd die Steckdosenleiste vor. Ich richte euch dafür mal nach unten, packen wir den erstmal aus. So, oh, schön dicker Kabel. So, ich kann das auch zu Pappe. Dann haben wir hier ein Not Happy Happy, für Support und so. Eine Happy oder Not Happy Karte, können wir den Support erreichen. So, dann haben wir hier nochmal so eine dreieckige Warning Card und dann hier User Manual. Da bin ich auch mal gespannt, ob das in Deutsch ist. Ja, ist auch in Deutsch. USB 5, AC, USB, Ausgänge, 8 Ampere, maximal 40 Watt über USB. Holla der Waldfee. Wie kann man bedienen? Verbindung, PowerAd, Steckdosen. Okay, also auch in Deutsch. Jetzt packen wir das mal komplett aus. Was ich schön finde, das ist hier, dass hier so ein Ding mit bei ist, dass man den Kabel auch kürzer machen kann und dann verstecken kann, dass er nicht so wahllos rumfliegt. Hier ist noch Folie drum, die werde ich jetzt mal abmachen. So. Wir haben einen schönen, sehr schönen, sehr langen Kabel. Auch einen sehr dicken Kabel. Sieht alles sehr gut verarbeitet aus. Dann haben wir, wir haben hier so ja Standfüße. So, kann ich euch das mal zeigen. Ach, wir können das so ja anhängen an die Wand, so wie es aussieht. Man könnte das so an die Wand hängen. Sind zwei Dinger dran und hier diese Standfüße. Dann mal Kabel hochmachen. Haben wir hier den Ein- und den Ausschalter. 1, 2, 3, 4 USB mit 2,4, 2,4, 2,4, 2,4. Also Ampere. Und dann haben wir hier noch ein 5 Volt USB, so genau wie der, die sind auch 5 Volt, aber mit so einer Wellenlinie und dann steht da 12 Volt, 18 Watt, also 18 W. So vom ganzen Optischen macht es einen sehr guten Eindruck. Ich werde mal noch ein bisschen ranzoomen, dass ihr das noch ein bisschen seht. Ja, also so seht ihr das. Hier ist der An- und der Ausschalter. Also so, und hier sind die USB. Und dann ist halt nochmal der gelbe kennzeichnet. Also so vom ganzen Aufbau macht es einen sehr wertigen Eindruck. Sieht auch sehr gut verarbeitet aus, also keine scharfen Ecken, Kanten, nicht schräg, hier steht nichts über. Wir haben einen schönen dicken Stromkabel, der, denke ich mal, auch, so wie es aussieht, sehr gut isoliert sein wird. Und die ist auch gar nicht mal so lang. Die kann ich mir prima oben auf der Couch hinstellen und kann die separat an- und ausschalten. Hier oben haben wir dann auch noch so, das Weiße ist so ein bisschen geriffelt. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig erkennen könnt. Doch, seht ihr. Ja. Also macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck auf mich. Light Protect, also irgendwie Strom geschützt, Stromschwankungen geschützt, Light Protect hat da Over Protect, ich zeige euch das mal. So. Also da bin ich mal gespannt, ich bin auch mal gespannt, wie schnell die USB denn zum Laden sind. Da könnte ich mir nämlich meinen Adapter sparen. Ich habe nämlich so einen USB-Adapter von Strom auf 5 USB oder so. Und dann könnte ich mir das sparen, weil die vier reichen mir komplett aus für mein Handy, Tablet,
eine E-Zigarette oder mehrere E-Zigaretten zum Laden, da reicht mir das komplett aus, da spare ich dann schon wieder ein Gerät. Und die 6 Anschlüsse müssten rein theoretisch auch reichen für Laptop und den ganzen Schnickschnack, den ich da noch mit dran habe. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal Schluss machen. Ich werde das jetzt nachher gleich mal anbauen und testen. Aber so macht das schon einen guten Eindruck. Und das ist so ein bisschen leicht schräg. Guckt mal, seht ihr, es fällt mir gerade erst auf, dass es so leicht schräg ist. Kann man natürlich besser an die USB rankommen, finde ich gut. Und auch mit diesem, wo ist er denn? Da kann man sich den Kabel halt, wenn man den nicht so lang braucht, schön kürzen und dann hinter der Wand verstecken oder hinter dem Schrank verstecken, dass halt nur ein Stück rausguckt und halt die Steckdosenleiste rausguckt. So, das soll es jetzt auch soweit erstmal dazu gewesen sein. Ich verabschiede mich jetzt hier erstmal. Ahoi, sagt euer Odin. So, ich habe mich kurzfristig umentschieden. Ich mache ein Video für alle drei Produkte, weil ich konnte über die Steckdosenleiste jetzt nicht so viel sagen. Deswegen finde ich das besser, wenn ich da ein bisschen was länger mache und dann mache ich halt alle drei Produkte. Ich habe jetzt aber schon, wenn ihr das sehen könnt, hoffe ich doch, die Steckdosenleiste angeklemmt. So, gut. Das ist jetzt das Weiße, das große Weiße ist mein Kater. Aber dahinter seht ihr die Leiste. Die habe ich jetzt so zur Hälfte hinter der Box noch mit versteckt. Die habe ich hinter der Wand drin. Da habe ich noch 2 Stromkabel frei sozusagen. Brauche ich nicht mal wirklich jetzt gerade. Und die USB zum Laden. Für mein Handy und für Schatzis Handy. Ja. Und da ist nochmal der Kater. Daumen hoch für Kater. So. Und dann würde ich sagen, dann muss ich jetzt nochmal noch Licht anmachen. Dann gucken wir uns jetzt mal die anderen Sachen auch gleich noch mit an. Aber bis jetzt, also ich habe die jetzt angeschlossen und die ist sehr schön kompakt. Also das kann ich euch schon mal sagen. Also macht sich richtig, richtig gut. Auf dem Bild ist es aber falsch abgebildet. Der Knopf ist halt, wie gesagt, nicht weiß, sondern rot. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns als nächstes von PowerAd für einen Zigarettenanzünder das Ding vor. Wir haben auch wieder eine Bedienungsanleitung. Ich brauche erstmal meine Brille. Die liegt hier drüben. So. Das Autoladegerät kann sich etwas erwärmen, wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig laden. Dies ist jedoch normal. Okay. Also wenn man mehrere Geräte lädt, kann es warm werden. Hier unten haben wir dann auch nochmal so eine Smiley-Karte. Die lasse ich jetzt nochmal drin. Und hier ist das ganze Ding aus Metall. Das ist jetzt wirklich was kurzes, knappes, wenn ihr jetzt wirklich mehrere Sachen in einem haben wollt. Ihr könnt 2 USB-Geräte gleichzeitig laden. Wie gesagt, dann kann es leicht warm werden, steht in der Anleitung drin. Das ist, untere ist 1 Ampere, das obere sind 2,4 Ampere. Da steht das auch drauf. Und hier oben haben wir dann noch eine LED, denke ich mal. Das ist hier wie so ein Zahnrad gemacht. Dann ist hier komplett alles Metall. Und hier seht ihr das. Das ist praktisch das, was, wo er den Pluspol zieht. Und das ist so spitz gemacht. Das ist dann halt für Glasscheiben geeignet. Dann könnt ihr das praktisch nehmen. So eine Hand und ditch. Und dann ist die Glasscheibe kaputt, falls er an eurem Auto festsitzt. Also ein Multifunktionswerkzeug. Nicht nur, dass wir Strom haben. Und vor allen Dingen schön in Silber. Das macht sich bei den neueren Passats und Golf 7 richtig gut. Da ist die Mittelkonsole ja rechts silber gehalten. Also so silbrig mit links und rechts schwarz. Und wenn man das denn drinne hat, das ist auch schön silber. Und dann oben nur die beiden USB rausgucken zum Laden, ist doch perfekt. Würde ich jetzt mal so sagen. Wenn man jetzt nicht unbedingt einen Zigarettenanzünder braucht, sondern nur USB, ist das Gerät perfekt. Wenn man natürlich Zigarettenanzünder auch braucht, da habe ich euch ja schon einige andere Sachen vorgestellt.
die man dafür denn nutzen könnte. So, jetzt haben wir das auch wieder weggepackt. Und jetzt kommen wir zu der Lampe. Oh, die ist aber groß. Hoppala. Dann war auch wieder so eine Smiley-Karte mit drin. Dann haben wir hier eine Anleitung, ein User Manual. Schocket the Akkus leer. Anzeige, Lichtkörper. Schrauben sind auch mit bei. Akkus, ach so, das läuft so ja auf Akku, nicht auf Strom. Da wird Mutti sich ja freuen. Dann kann sie ihre, die sie jetzt hat, lassen und die praktisch über dem Hoftor anbauen. So, dann zeige ich euch das mal. Das ist das gute Stück. So sieht's aus. Dann kann man die hier natürlich dann so anordnen, wie man will. Man muss die halt nicht hoch machen. Oder nur eins hoch machen, eins auf dem Weg, eins ein Stück weiter nach vorne, dass der Weg beleuchtet ist und dann direkt fürs Schloss. Und dann kann man das natürlich auch drehen. So. Also beide, meine ich. Ja? Also wir können das jetzt so zum Beispiel so anbauen. So, da für den schrägen Weg. Und hier unten drunter ist das Schloss oder sagen wir mal, der Weg kommt so lang, dann könnte man das auch so machen. Also ihr seht da nicht gebunden. Sind alle unabhängig. Hoch, runter, kann man auch noch komplett nach hinten machen. Macht zwar keinen Sinn, aber okay. Dann haben wir hier unten den Bewegungssensor. Dann Lux, ah, da kann man hier die Sensitive und Time. Aha, okay, gut. Also, hier haben wir dann, sieht man das doch, Lux. Das ist für die Helligkeit, da für die wie sensibel es sein soll. Also das kann man dann sich einstellen, dass es dann halt nicht beim Hund oder bei einer Katze, wenn man im Garten zum Beispiel einen Hund hat, der da öfters mal langläuft, dann springt das nicht, kann man das so einstellen, dass es beim Menschen anspringt, bei einem Auto, bei einem Fahrrad, aber nicht bei einem Hund oder einer Katze. Und da können wir dann die Zeit einstellen, wie lange das anbleiben soll. Und weil das ja doof aussieht, wenn wir die hier vorne die Zeiger haben, man sieht es natürlich auf der Entfernung nicht wirklich, aber man will ja auch ein bisschen Optik haben, dann kann man das einfach nach hinten machen. Und schon sind die Anzeigen weg. Die sind komplett, wenn ihr das seht. So. Die verschwinden da komplett hinter. So, dann haben wir das hier. Das ist die Montageplatte. Die macht da dann an so eine Wand. Hier kommt, bohrt er den Zeichner da an, macht die Löcher ran. Und da wird die dann befestigt, die Lampe. Dass sie dann nur fest ist. Können wir auch wieder abmachen. Dann haben wir dann hier den An- und den Ausschalter. Hier ist ja zugeschraubt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da LEDs drin haben oder nicht. Ja, ich habe jetzt keinen Schraubenzieher hier. Moment mal. So, und da bin ich auch schon wieder. Jetzt können wir das einfach mal hier aufschrauben. Da wird meine Mama sich freuen. Weil ich kann damit nicht wirklich was anfangen. Ah, da sind die Schrauben und die Dübel drin. Und da kommen drei große Batterien rein. Drei große, seht ihr das? Und wenn die dann natürlich leer sind... Wir haben jetzt hier nichts zum Aufladen. Hier haben wir auch dann nochmal eine LED dann wahrscheinlich. Wir haben dann nichts zum Aufladen hier oder so. Da macht sich das dann natürlich gut, dass man die dann einfach so abmachen kann.
Mach mal schnell noch die Schraube wieder fest. Also einfach befestigen, die Montageplatte. Und wenn ihr das dann natürlich nicht zu hoch macht, dann braucht ihr da auch keine Leiter. Dann braucht ihr das einfach nur und dann ist es ab. Wartet, ich zeig euch das nochmal. Zack, so ist es fest. So, und dann können wir das einfach so abmachen. So, also das fest, da ist es dann so schräg. So, und eine Drehung und das ist fest. So, dann kann ich das jetzt hier auch wieder drauf machen. So, und das nach oben machen. So, das hier rein. Also da wird meine Mama sich freuen. Das kriegt meine Mama denn geschenkt. Können wir das auch wieder zumachen hier. So. Und die Bedienungsanleitung drin und Folie drüber. Weil für mich in der Wohnung jetzt mit Bewegungssensor wäre jetzt etwas unpraktisch. Für den Balkon vielleicht, aber da ich so einstelle, wenn Schatzi ihn noch rauchen will, dass es dann für 8 Minuten oder so an ist und dann wieder ausgeht. Aber nö, brauche ich jetzt nicht. Das hat auch 400 Lumen hat das so, ja. 130 Grad schwenkbar. So, das soll es jetzt dazu auch gewesen sein. Dann verabschiede ich mich jetzt hier mal. Wie gesagt, das war kurzfristige Entscheidung, dass ich zu allen drei Produkten gleich ein Video mache, weil so, da war der Akku leer. Wie gesagt, das war eine kurzfristige Entscheidung, dass ich jetzt zu allen Produkten gleich ein Video mache, weil drei Videos deswegen wäre ein bisschen lang und ein bisschen langatmig geworden und weiß ich nicht. Ich denke mal, das war die richtige Entscheidung. Könnt ihr euch unten drunter schreiben, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Wenn ihr dann jetzt noch Fragen dazu habt, wie gesagt, das kommt bei meiner Mutter ran. Die Leiste habe ich jetzt schon dran. Da kann ich euch dann demnächst dann mehr dazu sagen, ob mir was Positives, was Negatives auffällt oder irgendwas. Ja, bis dahin würde ich mich dann jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.